Noch eine Hexe? Ja, ich bin unterwegs. Siehst du schon? Du bist so gut wie tot. Warum? Ich nicht. Weil du da reingerannt bist, bist du ein Versager. Nee, getroffen. Scheiße, getroffen. Ist mir scheißegal. Ich bin kaputt. Tot. Nicht schlecht. Stöcke habe ich bekommen. Wieso gingen die auf einmal so viel besser kaputt? Du hast einen Apfel, den esse ich. Ah, da habe ich vor uns Urstöcke bekommen. So. So Quatsch. Oh, irgendwas zu futtern. Oh, so. Kann ich das gebratene Hähnchen drin essen, was da liegt? Nein. Hab ich mir erkämpft. Hast du eh schon gemacht. Toll. Mich würde ja mal interessieren, wie alt er denn das ist und... Wo ist denn das Steak hier hin? Und wo? Das hat er schon mal geschrieben, aber welches Steak? Ich habe kein Steak gesehen. Doch, Kuhfleischsteak. Klar hast du das geklaut. Nein, ich habe kein Steak geklaut. Dennis hat das doch schon mal geschrieben, wie alt er ist. Wie ist denn ich jetzt, ne? Ich glaube 15 oder 16. Nee, ich schätze. Ich weiß es nicht mehr genau. Ach scheiße, jetzt brennt das hier noch. Warte, haben wir noch ein paar Stehen drin. Ich nehme mal kurz die Kohle raus, weil ich nur das Zeug noch zu Ende brennen will, ja, ne? Aber du hast doch bestimmt jetzt 6 Hühnchen geholt. Was, 6 Hühnchen? Und wir können gar nicht auf den Betten stehen, fällt mir gerade auf. Nee, ich wollte vor zwischen immer drauf laufen. Warte, ich korrigiere. Warte, ich korrigiere. Ich korrigiere. Kann man eigentlich den Pferden bei Minecraft auch Rüstungen anziehen? Ja. Kann man. Okay. Sollte man. Kann man machen? Muss man aber nicht. Ein Sattel ist aber immer praktisch. Ja. Okay. Das ist immer eine Angel. Ich gehe mal noch ein bisschen angeln. Merke ich mir. Na, ich habe mich ja lange mit Minecraft ohne beschäftigt. Dadurch. Ja, das kommt mit der Zeit. Ja, circa sind nach dem letzten Jahr. Du hast ja mit Zeit angefangen. Wir haben immer eine Übersicht gekriegt. Ja, du. Was ist neu und so weiter. Und bei dir kommt ja alles auf immer. Da, Sebastian, hast du mit 1.5 glaube ich das letzte Mal gespielt, oder? Stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, welche Version ich als letztes Jahr drauf habe. Seitdem mein Messer sowieso abgepackt ist. Weil ich die brauche für den Staudamm. Wie viel Eisen hast du? Doch 25 brauchst du da was? Ja, das war nicht schlecht. Ich hab eh ein Eisen. Unten ist eine Mine, voll. Oder nee, ich geb dir erstmal was ab. Wie viel brauchst du denn? Ich nicht. Ich tu mal die Hälfte in die Kiste rein. Ja, mir teile ich. Halt, warte, nee, du hast ja ein, oder krieg ich die größere Hälfte? Krieg ich 13, die 12. Nee, geil. Wer ist denn Assassine 2? Der Daniel. Ach so. Ein, klar. Ich habe hier gerade einen Kommentar gelesen und dachte mir, folgend habe ich den Rusch zugelappt. Daniel? Hä? Was ist denn mit den Pilzen hier drinne? Da kannst du Suppe draus machen oder kannst du anpflanzen. Darf ich die essen? Ich würde sie anpflanzen. Schade, ich habe nicht gerade eine Schüssel bekommen. Da können wir sie anpflanzen. Soll ich hier unten mal einen Raum machen? Nee, ich meine hier hinstellen und dann Dingens drauf. Ja, aber du kannst dich doch bloß hinstellen, wenn es dunkel ist. Dann musst du irgendwo hinstellen. Wie mach ich denn das am besten? Ich hab eine Idee. Das sind so weh. Brauchst du ein bisschen Knochenmehl. Erde brauchst du dafür auch. Das geht ja gar nicht beim Angeln. Ja, das Angeln läuft nicht so ganz perfekt. Eine Schüssel habe ich, wie gesagt, gesetzt. Schüssel. Ach du auch. Ich glaube, die schwimmt gerade rum. Die hat irgendeiner reingeschmissen. Hat den noch verloren? Ist das Schiff immer gegangen? Kochschiff. Lachs. Was geht's? Ich muss mal mit meinem Auto irgendwo hinfahren. Das kann dann die ganze Zeit ja nur dumm rumstehen. Komm mal vorbei. Das könnte ich mal machen. Weiß ich nicht. Scheiße, da geht er kaputt. Hm.
Na, du brauchst du Platz für einen Riesenpilz? Kugelfisch. Ich glaube, habe ich Platz für einen Riesenpilz, aber ich kann ja bloß im Dunkeln setzen, also mache ich es jetzt richtig dunkel. Geh doch in die scheiß Mine. Ja, da muss ich ja aus dem Loch buddeln. Und seht, ob das so funktioniert, wie ich mir gedacht habe. Muss ich bloß warten, bis es dunkel wird. In der Zwischenzeit kann man auch ein bisschen fischen noch. Ja, liebe Zuschauer, das zieht sich halt am Anfang ein bisschen, aber kann man auch nichts dafür. Wieso ist denn hier ein Zeppling? Der Grundstein für den Staudamm ist ja schon gesetzt. Den habe ich, glaube ich, gesetzt. Ja, toll, vor der Haustür. Warum, ne? Baum vor der Tür ist immer gut. Ich bin ja heute mit dem Bus gefahren. Und der Busfahrer ist ja wirklich so doof. Er hält genau mit der hintersten Türe an dem Haltestellenpfahl, so dass alle dagegen rennen, wenn sie aussteigen. Kann man da raus? Doch, schön, aber du rennst, wenn du gerade rausläufst, wirst du gegen den Pfahl rennen. Ist doch schön. Schwachsinn ist das. Busfahren ist eh für den Arsch. Was denn schön mit den kleinen Kindern? Im Bus? Die gehen immer noch. Dabei. Ich verstehe zwar nicht, warum die sich alle auf den Fußboden setzen. Die quetschen sich zwischen zwei solche Reihen, ne? Die Vierersitze, die da so zusammenstehen, da setzen die sich zwischen Reihen auf den Fußboden. So schön. Anstatt sich schön auf den Stuhl zu setzen, nee, auf den Fußboden. Ich habe schon wieder einen Kugelfisch. Ja, jetzt haben wir schon zwei. Drei. Oder hast du einen? In der Kiste sind zwei. An der Kiste sind zwei, da habe ich jetzt noch einen, das sind drei. So, ich will jetzt langsam mit Bauen beginnen. Kann doch nicht ewig so ziehen. Was hast denn du jetzt für einen Plan? Was willst denn du bauen? Ich wollte eigentlich. Weiß nicht. Ich bräuchte eigentlich einen extremen Berg, wo ich mich unten ranhängen kann. Wie, wo du dich unten ranhängen kannst? Ja, das. Da drüben ist doch, das ist doch ein halber Dingsberg, so ein bisschen Sand und auf der anderen Seite. Ein Vorsprung. Ach so. Dann unten an die Klippe dann. So bräuchte ich was. Also willst du dein Haus wieder irgendwo ranhängen oder was? So, ich hab schon wieder einen Kugelfisch, das kann doch nicht sein, ist hier so ein Kugelfischgewässer. Kugelfischgewässer. Das ist im Süden. Das ist was anderes. Wo sind wir? Hab's nicht ganz verstanden. Warte, ich versuch's. In der unteren. In der unteren. In der unteren Welt. Halbkugel. Sag mal, wenn's dir morgen dann immer noch so geht, das wird aber witzig. Ja. Was haben wir morgen für Fächer? Alter, okay, lass mich mal in Ruhe, ich hab nur noch 2,5 Herzen. Wir haben morgen ganzen Tag nicht zusammen. Wow. Jetzt habe ich schon wieder Schuhe. Siehst du? Ach, stimmt. Na, du hast in den ersten Beten. Ach nee, schon wieder geht's. IFI-G beim Mr. Gö. Krö, Gö, Chell. Und ja, den muss ich mal fragen, ob ich die Arbeit nachschreiben soll. Dann hast du noch zweimal einen Kleiber. Dann haben wir Sport. Sport. Und dann noch Schreckenbach. Und dann noch der Schreckenbach. KW. WK. Also keine Back. Nein. Nee. Back haben wir erst übermorgen am Freitag. Also Sport, Schrecken und zweimal Wechsel. Ja, genau. Zwischen wem wechselt? Schlieg? Oh, Schlieg? Schlieg und Krötschel. Du müsstest Krötschel und Kleiber haben. Wir haben Schlieg, ja, alles und klar. Also mir scheißegal, wo ich anfange. Schlimm, ja. Ich bleib morgen noch teilweise, wenn ich den Tagesablauf schon höre. Ja, also mit der Stimme hättest du eine Ausrede. Oh. Ich würde nicht gehen. Ich finde es. Hast du denn vor uns gesagt, wenn du das machst, wirst du zur Ina? Ja, so können wir das dann auch ausdrücken. Warst du überhaupt da, wo er das erzählt hat? Naja. Ha! Bist du gerade dran, du Vollidiot. Was? Hat er das vor uns erzählt? Ich bin Jörg. Was? Wie bitte? Warst du schon da? Nee, ich war da eben noch nicht da. Aber ich weiß, was du damit meinst. Was denn da? Wisst du es wirklich? Dass er zu Ina wird, wenn er wegen jedem Scheiß zum Arzt geht und sich krank schreiben lässt? Ja. Ja? Okay, gut. Weißt du. Die geht auch zum Arzt, wenn sie sich nachher abgebrochen hat.
Vorsicht, jeden Moment. Was macht denn ihr? Angeln. Ja. Mach mal Foto. Hey, sag mal! Schade für meinen Kugelfisch. Schau da einer, den kannst du gerne haben. Da liegt er. Komm Daniel, renn mal vor der Kamera, damit der Sebastian ein Foto kriegt von dir. Ja, los. Ich kann leider keine Grimasse ziehen. Hergucken. Tschüss. Oh, hab verwackelt, nochmal. Fisch. Wie, hab verwackelt? Weiß ich nicht, war ein bisschen unscharf. Aber kann es da sein, dass der Bildschirm schief ist und ich gerade fotografiere? Na, das liegt daran, dass der Daniel da drauf ist, daher. Ja, da wird's unscharf, ne? Ja, ja. Hast du noch Fische, irgendwie? Ja, einen. Ich hab 4, wollen wir die alle in den Ofen holen, mal? Zeig dir meine Angel jetzt in dir. Das sieht eher momentan so aus, als würdest du einen Daniel angeln. Ja, weil er sich genau in die Angel setzt. Tja. Ich baue schon eine Lehmpyramide. Jetzt habe ich den Erfolg köstlicher Fisch erzielt. Wie habe ich den Fisch? Seht doch. Ja, aber ich habe davor schon einen Fisch gebraten. Dann war der falsche Fisch. Ich habe davor schon mit allen Fischen was gebraten. Ich schon nicht. Vielleicht müsst ihr mehr. Vielleicht müsst ihr mehr.